Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Sunlight und Luna Dark. Letzte Folge waren wir hier oben beim Lake Bliss. Jetzt gehen wir hier nach rechts zur Sailport Town Stadt. Ja. Ich mag das mal ein bisschen über Wasserpokémon zu teilen. Das Wasserpokémon nimmt das Splash Plate. Okay, steckt Wassertypenattacken. Ich habe ein paar Hamals gut trainiert. Die Pokémon sind ein bisschen komisch. Ich verstehe es richtig gerade. Ich liebe dein Pokémon. Es sieht so stark aus. Um ein Pokémon zu finden, habe ich etwas für dich. Was möchtest du? Oh! Ein Dawnstone und Duskstone. Warte mal. Kann ich nicht nach. Keine Ahnung. Ich dachte, ich gebe beide jetzt. Oh, damn it! Oh mein Gott, ja gut, damit habe ich nicht gerechnet, ne? Das war, ich habe keine Zeit zu sprechen, ich gucke den Fischer-Contest, Fishing-Contest. Kann ich da, ne, okay, kann ich nicht, gut. Im Backer-Center sind auch immer ein paar Leute, die Aufgaben haben. Du bist doch ein Trainer, oder nicht? Ist du ein Trainer, der Pokus... Das sind drei Emotions-Pokémon. Pupital, Pupyro und Puplash. Eine davon haben wir. Also, oh lol, der hat... Oh mein Gott, okay, dann... Okay, wow. Oh, da ist jemand, der meinen größten Wunsch erfüllen kann. Ich habe mir über Wasser-Pokémon erzählt, verschiedene Farben der Geschlechter. Okay, haben wir. Da bringen wir dir mal die beiden. Ja, das haben wir sogar. Hey, das haben wir. Ihr merkt it. Du bist das, kannst du das Posterpunkt zeigen, mit dem, was ich suche? Ja. Okay, jetzt zeig mir das weibliche. Ah, das weibliche Version. Ja, das, wo ich gesucht habe. Ein Merkit. Jetzt zeig mir das männliche Pokémon. Bitteschön. Ah, du wirst wirklich beide Versionen gefangen. Nice. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Geil. Hier ist einfach ein Shiny Stone. Okay. Haben wir das auch geschafft? Wir brauchen nachher, um das Troller zu entwickeln, ne, damit anders entwickelt er sich auch, um die weiter zu entwickeln, brauchen wir halt einen Mystic Stone. Ich muss mal kurz nachgucken, haben wir den schon überhaupt? Blöde Frage wahrscheinlich. Oh mein Gott, ja. Aber das war nach müde kommt doof, ne? Jackie. Ah, die Stadt da immer nämlich nach meiner Haut zu Hause. Okay, ich dachte gerade, hey. Hallo, ihr zwei. Das war eine weitere Legende über ein weißes Ham Beach, das auf Route 12 schwimmt, okay? Ich habe es auch niemals gesehen, ich habe es nur davon gehört, okay?
Das ist eine Legende über ein Schiff, das von einem gigantischen Lisquid angegriffen wurde, okay. Das Schiff ist gesunken und die ganzen Schätze sind verschwunden im Ozean, okay. Keiner weiß, was mit den Schätzen passiert ist, okay. Achso, und dann muss man, also muss erst ihn, dann ihn ansprechen, ja, okay. Das ist, ja, okay. Das ist, ja, okay. Das Museum, nice. Das ist ein Museum, ja, cool. Nice, 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 nice. Nein. Ich will dafür nicht bezahlen. Hallo? Also, ich bin Chucky, der muss mich reinlassen ohne Geld, Mann. Nein, Spaß. Drake, der von Elite 4, der Höhenregion. Kommt oft nach hier, nach Sapphire City. Oh, kommt über die See, okay. Nice, Drake, nice. Mein Freund ist halt so ein Träumer. Er möchte gegen die Elite 4 kämpfen. Ah, ich vergesse, dass er nur 3 Ohren hat, oh mein Gott. Jeder weiß, dass du 8 Ohren brauchst, der Rekrutier Championship, oh mein Gott. Wenn du das, danach kannst du erst gegen die Elite 4 kämpfen. Das ist der beste Ort, um zu leben. Rex von den Elite 4 kommt oft nach von Resic City hin. Deshalb würde ich ihn kämpfen, wenn er hinkommt. 3 Orden, du willst gegen einen. Okay. Also, wir sind der Elite. Der Levelunterschied wird dich killen, ne? Boy, just saying. Okay, ein Move-Tutor. Gibt's einen Punkt, wo wir. Ach, mal kurz, da kann Flair. Hui. Ja, hat keinen, bei ihm keinen Sinn. Aber Retalk, ich glaube, aktuell generell keinen Sinn, oder? Wieso ich da, also ich meine, bei dem Punkt, die waren, oh, Mann, oh, das bist du, bist das Winzling? Lange nicht gesehen, du willst also in der Jurassic City, ich hab dir mal erzählt, dass es mein Zuhause ist, meine Hausstadt. Es ist kein Ort für schwache Personen wie dich. Ich gehe da auch hin und ich werde da Rex besiegen, das ist eine DT4. Wenn ich ihn besiegen kann, kann ich einer der besten Trainer-Rekrutus werden. Als erstes, wie ist es mit einem Kampf? Ich möchte meinen neuen Pokémon testen. Also wie sieht's aus, Schwächling? Ja, natürlich, kein Ding. Rick. Oh mein Gott, was war der für ein Typ? War der Wasser? Oh, ich dachte, der ist eher dran, wenn ich ehrlich bin. Der war Gift. Der war Gift. Ja, da muss unser Flair-Raui mit dem One-Shot dann dran. 35. Das war doch ein Gesteinspokémon, oder bin ich gerade ganz. Okay, der stört nochmal eine Änderung der Energie, macht ja Geduld. Ja. Damit hast du nur Gesteinsboy. Motor Level 31, nice. Dino Pion? Ich würde wahrscheinlich für Kampfrache ausgehen mittlerweile, ne? Wir testen mal, was so ein Flammenwurf macht. Und das war nicht sehr effektiv, ne?
Gott. Ja, okay, ich bin auf ja, 14 Level, aber auch auf verstehe nur, ne? Ja gut, das ist... Ah, Real Talk. Sehr doofe Auswahl. Aber gut, muss er ja am Ende jemanden auswählen, ne? Aber... Wahrscheinlich letzte Pokémon wahrscheinlich, ne? Okay, Parabau. Ja, abzusehen, ne? Turnau auf 32, nice. Wohin hast du... Das ist doch... Feuergestein? Ja. Das Feuerbrache würde ich ja Feuergestein, ne? Das ist das Fossil, ne? Das andere zu meinem. Das sieht auch cool aus. Ich glaube, die neuen Pokémon brauchen mehr Training. Ich weiß, ich werde stärkere Pokémon finden. Im Ancient Pass und dann zu Risk City und dann werde ich dich überholen, besser werden. Das auch noch Risk City kommen und mit solchen Schwächlingen in der Stadt. Schwächlingen in der Stadt sein. Ja, okay. Wir werden uns später sehen. Ciao. Okay, next one. Hallo, Chucky. Schon wieder ein Kampf gegen den Rothaar. Ich hoffe, du hast gewonnen. Professor Pinewood hat mich angerufen und hat gesagt, ich soll dir erzählen, dass er auf dich wartet. Auf uns wartet im Pokémon Center hier in Sailport. Oh. Kiba wird auch da sein. Professor, das ist wirklich Eindruck angehört. Ich habe jetzt mal Informationen über Team Solar und Team Luna. Oh. Wir werden auf dich auf dem Questfloor im Pokémon Center, Chucky. Oh, deswegen war der Untertisch auch frei. Jetzt, ich verstehe. Hat schon gedacht, so, hä? Ist da frei? Wie kann das da nur frei sein? Aber erstmal einmal kurz. We heal our Pokémon! 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 Hi! Na, ihr? Ah, Chucky, du hast es hier geschafft. Nimm Platz. Mach Platz. Ich muss euch nur Informationen erzählen, die ich über die zwei Organisationen herausgefunden habe: Team Solar und Team Luna. Wie ich schon gesagt habe, Team Solar und Team Luna suchen nach einem Elementarstein. Und nach Elementarsteinen. Diese fünf Steine gehören zu den fünf Elementen der Rekuto-Region. Die Legende sagt, dass diese Steine Solaran, das Pokémon der Ordnung, und Lunaro, das Pokémon des Chaoses, gefangen gehalten. In einer anderen Dimension. Um sie zu uns abzuhalten, zu kämpfen. Ich kann mich an die Geschichte erinnern. Mein Vater hat mir sie oft erzählt, wo ich klein war. Er sagte, wenn alle fünf Steine zusammenkommen, würde es ein Portal eröffnen. Die Dimension und Solaran und Lunaro würden in unsere Welt zurückkommen. Okay, das ist nicht gut. Das ist richtig, Kira. Wenn sie es schaffen, die Mission schaffen, dann werden sie Solaran und Lunaro in unsere Welt zurückbringen. Und da werden wir sie ja gegeneinander kämpfen und die Welt zerstören. Oh, das ist nicht gut. Wir können das nicht klappen lassen. Ich wollte nicht, dass ihr da reingezogen werdet, aber es sieht so aus, ihr wart eh schon und ja. Und ihr müsst halt den Crossstone sichern und gibt's jetzt was? Und weg von Chucky? Also die von Chucky weghalten mit, für alle Kosten, egal was passiert. Die dürfen nicht an Chucky rankommen. Ja, okay. Team Luna hat bereits den Erdstein und Team Solar hat bereits den Voltstein. Okay. Es gibt also noch zwei Steine hier. Weißt du, wo die sind, Professor? Meine Forschung habe ich eingebaut. Eins ist hier das Rainbow Riffs. Und eins im Whispert-Tunnel. Da müssen versteckte Kämpfe sein. Ah, da irgendwo in der in dem Bereich, okay. Wir sollen da hingehen und die Steine vor Team Solar und Luna bekommen. Das ist der Plan, Rodney. Rodney! Ja, aber ihr müsst auf euch aufpassen.
habe gerade gehört, dass beide Teams nahe Rustic City gesehen wurden. Die müssen da auch auf Weg dahin sein. Na gut, logisch, ne? Da, wo ich gehört hatte, dass ihr hier nach Rustic City seid, habe ich gesagt, ich muss euch übrigens sehen dann, und euch darüber sprechen. Da ist ein Ancient Artifact, also ein besonderes Artefakt im Museum hier. Oh! Vielleicht ist da irgendwas drin, was wo wir nach wir suchen auch. Zeig es uns, Professor. Ja. Wir werden sie. Wir zeigen es ihnen. Mein Gott. Wir stoppen sie auf jeden Fall. Ich wusste, ich könnte auf euch drei zählen. Ich habe noch ein Geschenk für euch. Das wird euch noch helfen und ein bisschen stärker und besser machen. Das ist für dich, Rodney. Das ist für dich, Kira. Und das ist für dich, Chucky. Flareon. Oh nein. Die Mega-Evolution? Oh mein Gott, es gibt. Das ist mal Weird Talk, das wusste ich nicht, ne? Das ist ein seltener Stein, es nennt sich Megastein. Es sieht so aus, wenn es neben einem speziellen Pokémon ist. Es reagiert auf einem bestimmten Weg. Das ist der andere Grund, warum ich nach Rustic City geschickt habe. Das ist ein Spezialist für die Megasteine, Lizzie. Du solltest den ihr zeigen. Sie, ich denke, sie könnte euch zeigen, wie die Steine reagieren. Das ist ein Pokémon. Oh mein Gott. Danke, Professor. Das ist alles, was ich für euch, euch drei tun kann. Jetzt ist Zeit zu gehen. Stoppt Team Solar und Team Luna. Oh mein Gott. Erstmal. Warte. WTF, mal wieder, ich habe nicht gewusst, dass es Mega-Entwicklungen gibt. Oh nein, ich wollte ja nicht. Nein. Okay, dann gehen wir mal. Chaco, ja komm, nimm lieber den. Ah, wegen der Chaco hat wahrscheinlich so viel Schaden gemacht, ne? Fällt mir gerade so ein. Okay. Was? Ich bin gerade so ein bisschen perplex, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen mal kurz gucken, wo müssen wir überhaupt hin jetzt als nächstes? Ich bin gerade dann. Also, müssen wir nochmal in diese Reef oder so? Oder ist jetzt eher so, machen die anderen beiden das? Ich meine, da können die auch mal machen, oder? Also, jetzt mal. Ist da? Ah, okay, wir müssen da Rustic. Okay, da müssen wir halt hin, ne? Ja. Whisper-Tunnel. Ja, wir gehen erst nach rechts und dann gehen wir nach unten. Komm, let's go. Ha. Huh. Das sind manchmal Donnerstürme. Oh, gut, 12. Oh, es ist hart zu segeln dahin. Also nach Rustic City zu segeln, okay. Warte mal kurz. Haben wir actually keinen Weg nach rechts? Sehe ich das gerade richtig? Aber hier auch noch nicht drin. Dann gehen wir nochmal kurz rein. Wir wollen ja trotzdem noch alle. Wow. Chucky, du bist vergesslich. Da waren wir also auch drin. Manchmal kannst du einen Wady hören. Okay. Mein Vater schickt sie auch auf eine Reise und Kampf, wenn wir den Kampf gewinnen, dann wird uns was Tolles geben oder was Tolles für uns machen. Ich kann ja mittlerweile eigentlich schon wieder ein Quicksand bei und Shadowborn. Okay, mir hier natürlich gar nichts, ne? Kann Aroma. Habe ich bei Aeros beigebracht, ne? Kann Aroma das Bullshorn töten? Wie viel Schaden wir machen. Also mal so Real Talk aktuell nicht so viel. Ja, dafür halt umso mehr, ne? Let's go zu Findra.
Stimmt, ich finde da ein bisschen trainiert, glaube ich, ne? Das war, glaube ich, vorhin, letzte Folge nicht so, so hohes Level. Und stimmt, ich habe mich Schadspiel beigebracht und Slack auf dem 2, aber es ist eigentlich, ja. War aber viel Schaden, mein Gott. Oh, Level 51. Level 33. Ein Pool Dock. War Findras Entwicklung nicht Level 51? Habe ich das Ding? Ich habe ja kurz vorher aufgehört zu trainieren. Ist schon ein bisschen her, deswegen. Paar Täkchen. Es könnte sein, dass sich Findras entwickelt. Leute. Oh mein Gott! Findra, du bist toll, du wickelst dich! Nice, 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 nice! Oh, wie schön! Ein Hydrogon! Mein Gott! Ah, ich kann es nicht verstehen, du, wie kannst du nur gewinnen schon wieder? Mein Vater hatte recht und der hat viel Talent. Sollst du zurückgehen und mit in der Farm helfen? Ach, der Junge ist das. Ah, okay, okay. Aber wir sind mit der Folge wieder am Ende und ich, ja, muss gerade noch ein bisschen, weil ich hab's. Ja, die Folge muss ja viel zu pünktlich ankommen. Es ist gerade ja, knapp 6:30. Also, bevor die Folge kommt. Deswegen schneiden, hochladen und so. Hey, deswegen. Ich bedanke mich fürs Einschalten bei Pokémon Sword Light und Lunar Dark und bis zum nächsten Mal. Guten Tag. Wow. Einen schönen Tag heute. Tüdelü.